Jodala. Und jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht hat mir jetzt Carina eine Anfrage geschickt. Jawohl. Dann können wir nämlich die Lina, bevor sie ins Bett geht, noch innen näher. Ich habe jetzt mal so ein Atelier gemacht da. Im Hintergrund ist mein Mann da am Werkler und versucht mit einem Baustrahl. Hi, Lina! Hi! Hi! Elina, du hörst ja, ich kenne ein ganz kurzes Video von dir, wo du da so schön am Turnen bist bei der Meisterschaft, gell? Bist ja so eine fließige Turnerin. Mhm. Erzähl mal, tust denn du jetzt daheim auch mit Video trainieren? Ja, meine Kadertrainerin, die schickt mir immer Videos und die kann ich dann daheim über. Ah, das ist cool, super. Du und Elina, du hast uns einen schönen Text vorbereitet. Und du jetzt vorlesest. Also, dann schieß mal los, bitte. Die Welt ist aus Kinderaugen. Hey, ihr Großen, ihr Erwachsenen, ihr, die immer wisst, was gut für uns ist. Heute wird euch vorgemacht, was ihr tun und lassen sollt, wie ihr euch verhalten und zu wem ihr passen sollt, was ihr fühlen und verachten sollt, was ihr lieben und verehren sollt. Könntet ihr die Welt durch Kinderaugen sehen, könnte ich euch 1000 gute Gründe nehmen, die euch helfen, wieder den Glauben zu kennen. Nur einen Augenblick lang ein reines Herz haben, keine Last auf den Schultern, keinen Schmerz tragen. Könntet ihr durch Kinderaugen sehen, wär die Welt bunt und wunderschön. Es gibt kein Krieg, kein Elend, kein Grauen und nur vom Lachen kämen Tränen. Könntet ihr durch Kinderaugen sehen, wär die Welt bunt und wunderschön. Ihr würdet wieder an die Menschen glauben. Drum lasst ich euch durch meine Augen sehen. Schau, wie das Gefühl, wenn alles einfach erscheint, wenn ihr durchs Leben geht mit Leichtigkeit. Die Jugend von heute kann morgen was ändern, als Rapper, Politiker, Lehrer, als Eltern. Lass uns die Welt als Spielwiese sehen und gemeinsam Hand in Hand über die Ziellinie gehen. Komm, genieß die Zeit, auf einmal wirkt es kinderleicht. Du musst die Welt nochmal durch Kinderaugen sehen. Sehen, dass es von klein auf immer aufwärts geht. Nichts wissen von dem Elend, das uns umgibt. Halt noch durch, denn der Ausgang ist offen. Ihr könnt nur aufhören zu fluchten, wenn ihr aufhört zu hoffen. Könntet ihr durch Kinderaugen sehen, wär die Welt bunt und wunderschön. Es gäb kein Krieg, kein Elend, kein Grauen und nur vom Lachen kämen Tränen. Könntet ihr durch Kinderaugen sehen, wär die Welt bunt und wunderschön. Ihr würdet wieder an Menschen glauben, drum lass ich euch durch meine Augen sehen. Bravo! Voll super, herzliches Gläser. Prima. Dankeschön für den tollen Text. Ich denke, das können wir uns alle zusammen, da geht es zu Herzen näher, dass man die Welt mehr durch die Kinderaugen sehen. So, und ich sehe jetzt so was, bin ich fast erblindet schon fast. Ganz gut gemacht, Elina. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich denke, du wirst jetzt noch schlafen gehen. Schlaf gut und frohe Ostern euch allen. Ja? Danke. Ciao. So, und es geht Hand in Hand weiter. Wir sehen, und der Wind hat uns erklärt, einen Strich durch die Rechnung gemacht, oder einen Streich gespielt, so hätte man so sehr gerne können. Wir sind erklärt im Zeitverzug und wir schauen jetzt, wer als nächstes die Anfrage gestellt hat. Wir täten gern nämlich zu der Valentine schalten. Wir müssen jetzt unser Drehbuch erklären über den Hufewerfer, weil auch die Valentine bei der Messe in der Kirche bei uns dabei sein wird. Und jetzt schicken wir sie her. Wir möchten natürlich auch unsere Grüße über die Gemeindegrenze schicken. Und jetzt schauen wir, ob sie da ist, Valentine. Und wir sehen sogar Deutschland schaut uns zu. Sehr schön.
Wir warten auf Valentine. Sie ist die PGA-Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat in Röttis und die Pfarrsekretärin von Marius in Röttis, Jana. Und ja, so wie es ausschaut, jetzt mit dem Bier kommen nur der Viecher noch dann in den Eis im Gesicht wahrscheinlich, wird das, Valentine, ich glaube, mit der Leitung klappt es nicht. Ich muss jetzt leider abbrechen und mir nähern. Der nächste Ina, und zwar ist das eine Heldin des Alltags. Wir begrüßen jetzt Gabi Meierhofer. Schauen wir, ob diese Leitung gleich. Gabi ist am Schaffen. Genau. Bis um 3 Uhr. Ja? Wir sehen die Nummer. Ja, war. Genau. Wir sind am Schaffen, Moment. Das ist die Technik, das ist schön, wir sind live. Wir sind live, genau. Das Medium jetzt erst so richtig kennengelernt, viele. Und was voll lässig ist, jetzt haben wir schon über 200 Follower, die Pfarri Weiler. Jetzt in der Woche, ich glaube 70 neue Follower dazu kriegen. Jetzt sehen wir die Gabi. Ah schon, sehen wir uns. Und wir sehen die. Ein kleiner Schwummer, aber es geht. Also ich sehe noch nichts, aber okay. Ist egal. Gabi, haben das streng beim Schaffen? Ja, wir haben es jetzt wirklich streng, muss ich sagen. Also ich schaffe im Pflegewohnheim in Rankweil und das ist natürlich eine ganz besondere Situation im Moment, weil aber keine Besucher kommen dürfen und mir jetzt wirklich die Aufgabe für die Bewohner auch noch gut betreuen müssen und schauen müssen, sind natürlich zum Teil sehr traurig, weil jetzt einfach hier einen Kummer trauen. Ja, es ist viel zum Tun, aber es ist sehr schön. Es passt ganz gut. Ja. Und wir haben heute ganz viele Osternesterln gekriegt. Echt brutal viele. Angehörige sind gekommen und haben Osternesterln hergebracht und Karten und gute Gedanken und ganz lieb. Ja, wohl. Passt gut. Das ist schön, oder? Ja. Dass ihr jetzt kommt, ist, was ihr gern, wieder erkläre ich zurück, oder? Genau. Ihr erzählt so quasi die Angehörigen, oder? Warum müssen wir jetzt? Genau. Es geht nicht anders. Ja, ich habe hinter ganz kurz einen Peter gesehen. Ja. Peter sagt, da ist er. Hi, Peter. Hallo, bist du momentan auch im Homeoffice unterwegs? Ja, also die letzten 3 Wochen jetzt eigentlich schon. Und ich praktisch alles im Homeoffice geschafft habe. Ja. Ich zähle mich zu den Glücklichen, die nur gearbeitet haben, muss ich sagen. Und es ist ungewohnt, aber es ist möglich, ja, von der Hamas. Ja. Man gewöhnt sich langsam dran. Also wie Gott so. Ich könnte mich nicht gewöhnen. Dann müsste ich mich eigentlich nicht. Also gerade die vielen Besprechungen über Videokonferenzen und so ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man mit den Leuten direkt hockt. Das fällt mir. Ja, das ist schon so. Der persönliche Kontakt fällt dann halt doch, gell? Es ist so. Ja, ich wünsche euch ganz schöne Ostern. Wir nehmen jetzt gleich schon unseren nächsten Gast. Danke, Jacqueline, dass du das noch gemacht hast, gell? Ja, voll danke, dass ihr alle da so cool mitmachen. Allen noch ganz ein schönes Osterfest. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Und auch der Pummel, ob der da ist. Valentine, du solltest jetzt, glaube ich, auch. Die Leitung hat geklappt, aber der Kurt ist da. Heile. Hi Kurt. Hallo miteinander. Servus, Jacqueline. Schönen Abend. Ja, danke. Kurt, schön, dass du da bist. Erzähl ein kleines. Wie verbringen da die Isolation quasi? Du und Mary? Was tun da alle? Naja, ich denke, eigentlich problemlos. Wir kommen ganz gut über die Runde. Ja, siehst. Sehr schön. Jetzt durch die ganzen Maßnahmen, durch diese Krise, wo wir haben, sind ja unsere ganzen baulichen Vorhaben und die ganzen Aktivitäten, wo wir eigentlich geplant haben, wir wären ja der Frühling schlechthin gewesen quasi, von der Pfarre aus, würden jetzt verschoben. Kurt, magst du uns einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergeht?
Ja, gern, selbstverständlich. Also Auswirkungen gibt es so bei uns natürlich. Zum Beispiel die Diözese hat da größere Bauvorhaben doch einige verschoben. Bei uns wird es also ungefähr so auslagen, dass wir die Außenrenovierung von der Kirche auf nächstes Jahr verschieben müssen, möchten aber hier auf jeden Fall den barrierefreien Zugang zur Kirche noch im Herbst fertigstellen. Beim Pfarrheim wird es wahrscheinlich auch eine Verzögerung geben. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass man mit einem halben Jahr zur Rande kommt. Das heißt, der Einweihungstermin könnte dann Mitte 2022 sein. Okay, ja. Das wär ja schön, wenn das dann so umsetzbar ist. Wir bannen ja alle auf das Pfarrheim. Ja, ja, natürlich, oder? Und ich denke, die Verzögerungen, die können wir akzeptieren. Also, da gibt es Minders. Auf jeden Fall, du siehst es. Genau. Ja, Kurt, du, in dem Fall, ich möchte danken, dass du auch mitgemacht hast und so cool noch wieder anfragt, dir auch gleich einen Instagram-Account zugelegt hast. Voll super. Wir schalten jetzt gleich zum nächsten Gast. Kurt, ich wünsche dir und der Mary ganz frohe Ostern. Eine gute Zeit. Dankeschön. Und wir dürfen euch diese Osterwünsche erwidern und vor allem auch von unserem Pfarrkirchenrat alles Gute, friedvolle Ostern in der nicht ganz so einfachen Zeit. Einen schönen Abend noch miteinander. Danke Kurt, mach's gut. Tschüss. Ciao miteinander. So, jetzt probieren wir es mal mit der Valentine. Schauen wir mal, wer die Anfrage, jetzt hat sie mir eine Anfrage geschickt. Genau, das möchte man natürlich nicht vermissen. Oh. Na freut es, Dori Lurga. Valentine, gib alles. Jawohl, ich glaube, sie ist da. Müssen wir gehen, gell? Aber Valentine ist hier die gar nicht. Ja, du, also wenn, dann musst du nicht live dran gehen, musst du nicht gehen. Valentine, du bist schon live. Ja. Und man sieht dich gar nicht, da ich nicht sagen. Man sieht mich nicht, ich weiß, ich bin da in der Dunkelheit. Ja? Du bist in der Dunkelheit. Ah, jetzt, schau. Jetzt sieht man dich, ja, genau. Ich bin super. Schon da in Weiler nämlich, weißt du? Ah, du bist schon bei uns. Genau, ja, Valentine ja, wird nachher in der Kirche dabei sein. Ich bin ja ein Teil dieser Osterliturgie, oder? Darf, genau, genau. Darf dabei sein, so muss ich sagen. Ja, super. Für eine Ehre. Valentine, dann machen wir es doch so. Vielleicht meinst du jetzt noch deine Grüße ausrichten von ja, Optismus? Das mache ich gern. Also ich möchte alle herzlich begrüßen. Also stellvertretend für Rötis, vielleicht kommt der Bürgermeister auch noch da, der Roman. Ja, alle ein lieber Gruß und frohe Ostern. Ich bin auch sehr froh, dass die Jacqueline das in die Hand genommen hat. Sie ist natürlich ein Profi auf diesem Gebiet. Na, ganz gut macht sie das, na schön. Ich wünsche allen frohe Ostern und freue mich, dass wir auf YouTube dann gleich einmal loslegen mit der Osterliturgie in der Kirche. Das ist für mich heuer eine ganz besondere Freude, muss ich sagen, dass ich dabei sein darf. Das ist etwas ganz intensives Erlebnis für mich. Auch die Kirche leer ist, aber trotzdem, es ist eine besondere, intensive Stimmung. Einmal frohe Ostern und jetzt werde ich mich in die Kirche begeben. Danke ja, also euch. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch alles später. Gute. Tschüss, bleibt danke dir. Ciao. Frohe Ostern. Hallo, ja, euch auch. Ja. Tschüss, hi. So, und jetzt schauen wir. Wir sind jetzt wirklich ziemlich im Verzug und wir können jetzt nicht machen, wie bei Wetten, dass früher immer, dass da zum Überzeugen. Und zwar, wen holen wir denn jetzt, Ina? Ich denke, die Sabi Sommer bin ich da am Suchen. So, und zwar. Hören wir jetzt wieder was Musikalisches. Verlobter Schwätzer, hören wir einen kurzen musikalischen Gruß. Sind wir schon so grüßt? Ja, ja. Warte mal. Ja, hi, Martha. Super, wir sind ganz Ohr. Thank you.
Nee, schöne Ostern. Tschüss. Schöne Ostern, macht's gut, ciao. So, dann da. Jetzt, jetzt sehen ihr meinen wunderbaren Garten, gell? Wo der Nägelebau da immer gratis Werbung kriegt mit einem wunderbaren blauen Baucontainer. So, ich schaue jetzt mal, wer hat mir denn noch eine Anfrage gestellt? Wir gehen jetzt gerne nochmal nach Drehbuch. Wir schalten jetzt zum One and Only Coreman, der Mr. Michael Flieri. Genau, er wird jetzt. Noch nicht ganz, aber wir haben ja gleich davon geschnitten. Okay, ja, spitze. Michael, ich denke mir, wir haben ja Frage eigentlich vorbereitet, aber vielleicht magst du einfach Ostergrüße da lassen, weil sonst, glaube ich, bringen wir nicht alle unsere Gäste unter, weil wir da halt die Verzögerung haben durch den Wind vorher. Ja, gerne. Gerne. Im Namen vom Kirchchor werde ich euch allen eine schöne Ostern wünschen und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wieder miteinander singen können. Jawohl, wir freuen uns auch schon. Sag mal noch schnell, ja, mein Patrozinium, das würden wir in dem Fall auch nicht hören. Genau. Hoffentlich ja, das morgen am 4. Oktober, der nächste Termin. Ja, oder wir verschieben das Patrozinium in Juli, das schauen wir. Genau, das haben wir dann. Also, in dem Fall, frohe Ostern euch, ja? Ja, liebe Grüße an Veronika. Tschüss. Ciao. So, bitte. Und zwar, der Roman, unsere Live-Schaltung geht nicht nur nach Deutschland aus, sondern auch über die Weiler Dorfgrenzen hinaus, nach Röttis auch nochmal. Und da freue ich mich, dass wir jetzt den Roman Kopf begrüßen dürfen. Ja, hi. Roman. Hallo. Hi. Hallo Jacqueline. Ich begrüße alle Zuseher und Zuhörer aus Weiler und Röttis und der ganzen Welt. Ja, genau. Wir sind ja international quasi, kann man sagen. Ja. Roman, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich finde das wirklich super, dass da ihr so offen seid. Unser Interview, denke ich, streichen wir jetzt. Vielleicht möchtest du uns Ostergrüße übermitteln und dann switchen wir schon zum nächsten Gast. Genau, Ostergrüße würde ich sehr gerne übermitteln. Wir feiern heute das Osterfest. Es ist ein Fest mit der Botschaft der Hoffnung und der Freude. Und als Bürgermeister für unsere Heimatgemeinde Röttis wünsche ich allen Menschen, die da heute zulassen, allen Pfarrgemeinderats- und Gemeindemitgliedern von Weiler und von Röttis, dass sie diese frohe Osterbotschaft mit Hoffnung und Freude vertrauensvoll die nächsten Tage und in diese schwierigen Zeiten überbrücken und dann wieder in bessere Zeiten irgendwo wieder landen. Und alles Gute, genau. Bleibt gesund und eine tolle Initiative für euch. Danke vielmals. Ja, danke dir fürs Mitmachen. Frohe Ostern dir und deiner Familie und machen's gut. Tschüss. Ja, frohe Ostern, tschüss. Ciao, Roman, tschüss, servus. So, jetzt sag ich, wir hätten eine Live-Schaltung zum Dietmar geplant. Jetzt weiß ich bloß nicht. Ich habe noch gar nichts gesehen. Der Dietmar. Drum schalten wir jetzt einfach einmal in Nachbarsgarten zum Michael Dore. Schauen wir mal, ob er mich hört. Irgendetwas tut noch. Es funktioniert nicht. Michael, das ist super, du hörst jetzt gerade, was hörst du jetzt angestimmt? Imagine. Sing gut, den Tisch. Imagine there's no country. Wonder if you care. No one to kill or die for. A brotherhood of men. Remember all the people sharing love and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Gottes Witte. Ich mach's kurz und bündig. Ganz liebe Grüße von mir auch im Namen der Seelsorgeregion. Frohe Ostern, Jesus ist auferstanden und wie der John Lennon schon singt,
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Und das sieht man, wenn man sieht, dass über 60 Leute jetzt damit dabei gewesen sind. Tolle Aktion und frohe Ostern miteinander. Tschüss. Frohe Ostern euch. Vielleicht sehen wir uns morgen. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Es kann ja sein, einfach gern dran, wo da ist. Okay, jetzt funktioniert gerade gar nichts mehr. Liebe Leute, ich nehme jetzt da Sandra rein. Die Alexandra Luder ist ein Piebank. Ich habe jetzt einfach gern genau, wo jetzt gerade vor meiner Nase gesehen ist. Jawohl. Vor meiner Nase. Ich bin da. Ich wünsch, du hast Stichwort. Hi, Sandra. Hallo. Hallo. Du, genau, wir machen jetzt Mundschutz, haben wir gehört, und Gläser. Jetzt denke ich, ich muss was ganz kurz machen. Vielleicht magst du einfach nur ganz kurz sagen, ob wir die Mundschutz, die hochtechnische, glaube ich, oder, auch bei euch rufen können. Wir sind voll spät in der Zeit, leider schon. Ja, man kann sie bei uns kaufen, also bestellen. Man kann sie aber auch im Essentia in Sulz kaufen oder in der Marienapotheke ab nächster Woche. Also man muss gar nicht unbedingt zu uns gehen, sondern aber dort gibt es sie so. Ja, super. Und das ist noch ganz kurz der Unterschied zu denen, wo, weil ich habe eine, hat mir Gabi Ender auch gemacht, voll schick. Danke vielmals, Mann, Gabi. Was ist der Unterschied zu solchen Baumwollmasken, zu einer? Ja, also unsere sind aus einem Funktionsstoff. Das heißt, das außen ist die Beschichtung so, dass die Tröpfle von außen abperlen und innen die Tröpfle werden trocknen. Also sie ist schnell trocknend und schützt so den Träger und die anderen halt mit. Jawohl. Die Baumwolle, ja, oder die sich dann ansaugt. Genau. Wo also ja, doch noch ein Stück mehr Schutz vielleicht bietet. Ich denke, das war jetzt noch eine wichtige Information für uns alle. Ich habe die Bestellung schon geschickt im Fall. Ich hätte schon gesagt. Genau. Wir sind mit Hochdrucker näher, aber es dauert halt seine Zeit. Ja, das dauert halt seine Zeit. Ja. In der Zwischenzeit denken wir dran, wie der Rocky mit dem Pony vor 2 Jahren noch am Sonntag der Esel gewesen ist. Gell? Und ja, wir freuen uns vielleicht, dass wir wieder mal dabei sind bei einem kirchlichen Fest. Der Rocky wird davor nicht mehr. Jetzt hätte man ja einen richtigen Esel, aber der folgt halt leider nicht so gut. Ja. Das war so nein, dann war nur bei der Rocky. Wer ist der Nächste in der Reihe? Okay, ich nehme jetzt einfach Roswitha dran, weil ich sehe sonst niemand mehr. Leider, es funktioniert, aber liebe Leute, wo jetzt noch dran gehalten, bitte tun mal kommentieren, einfach mal Daumen hoch, dann kann ich euch nämlich so aufrufen. Und jetzt sind wir in der Feldstraße. Hi Roswitha. Ja, hi miteinander. Hi. Ihr seid in dem Fall auch schon fast parat, siehe hier. Ja, wir sind ja gegrüßt. Schon gegrüßt, super. Ja. Ich denke, wenn du vielleicht Grüße uns bestellst. Ja. Also ich möchte einfach im Namen von Willa Körle, möchte ich euch allen ganz, ganz frohe Ostern wünschen. Wenn es für dir sehen, wo in die Geschichte eingehen würden, von der ganzen genau Situation, wie wir haben. Aber ich denke, es liegt einfach an uns selber, was wir daraus machen. Und möchte mich eigentlich bei euch bedanken für das tolle Angebot, was ihr einfach von der Pfarre Weiler macht. Bin ich echt ganz stolz auf euch, was ich sage. Schön. Vielen, vielen Dank, möchte ich sagen. Danke. Ganz, ganz liebe Grüße. Grüß. Danke. Wir wünschen ja euch auch schöne Ostern. Und vielleicht kannst du noch einmal den Daumen hoch kommentieren, dann kann ich dich schneller reinnehmen. Alles klar. Ja, okay. Super. Gut. Also, danke. Tschüss. Bis nachher. Tschüss. Wir hören nämlich nachher noch die Familien Fritz and Friends, nicht Fritz and Friends, Fritz and Meyer. So, jetzt muss ich sagen, Anna ist auch da. Anna darf, oder ja, richtet uns für den Musikverein und Jungmusik die Grüße aus. Schau mal, hi Anna. Hi. Hi, geht's dir gut? Moin, mir geht's gut, danke. Ja, super. Anna, ich darf dir das Wort übergeben. Ich mache schon die Grüße an eure Vereinsmitglieder und an alle Ausrichter. Ja, ich darf euch im Namen vom Musikverein ganz ein schönes Osterfest und eine feine Zeit daheim wünschen. Wir freuen uns schon, wenn wir wieder zusammen musizieren dürfen und wieder für euch spielen können. Ja, und bis dahin eine gute Zeit. Wunderbar, danke Anna. Wir wünschen euch auch eine gute Zeit und beim Dämmer shoppen stoßen wir dann hoffentlich Anfang Juli miteinander an. Ja, wir hoffen's. Ja, genau. Also, einen schönen Abend und frohe Ostern. Ciao. Tschüss.
Tschüss, heil. Und apropos Musikverein, da schalten wir zu der nächsten musikalischen Familie, und zwar zu Hannebergofen, zu der Familie, Moment mal, jetzt habe ich was Falsches gedruckt. Ich bin halt auch noch mal die Jüngste, gell? Da auch langsam nach. Und zwar zu der Familie Längle. Sie haben jetzt einen weiteren Musikbeitrag für uns vorbereitet. Eil! Hi! Hi! Eil! Die ganze Familie versammelt. Voll schön. Ja. Ja. Super. Dann sind wir gegrüßt. Ja, moin moin. Okay, dann. Let's go. Dann. Jetzt hat es mich doch tatsächlich rausgehaut. Leider Gottes, bitte switchen alle um. Jetzt verpassen wir das große, der Grand Finale. Ich glaube, nach einer Stunde ist der Livestream einfach, dass Instagram einen rausgehaut. Ich würde jetzt noch gerne die Roswitha reinholen. Vielleicht Bianca, Jürgen, Luisa und Moritz, sie haben das super gemacht. Vielleicht sehen das ja noch. Genau. Sie sind da. Der Livestream hat leider gewerkselt. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Hallo Lehrer, ich hoffe, das können wir bald wieder mal sagen. Wir sind jetzt zum Ende angekommen. Und jetzt sehe ich wieder schön, dass alle Gäste da kommen. Wunderbar. Wir müssen natürlich, bevor die große Messe anfängt, noch fertig waren. Genau, ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr es alle so großartig mitgemacht habt. Das war ein Wahnsinn. Alle natürlich sofort sind wir dabei, super. Und natürlich auch allen Zuschauern, die heute jetzt die Stunde mit uns verbracht haben. Jetzt kommen wir zum nächsten musikalischen Beitrag. Und jetzt schalten wir wieder zu der Familien Fritz und Meier. Und jetzt hören wir noch ein Irish Blessing. Der Dietmar schaut jetzt auch zu. Schade, Dietmar, ich habe die vorher leider nicht gefunden in der Liste. Ja. Jawohl.
Jetzt. May the road rise to meet you. May the winds be always at your back. May the sun shine forth upon your face. The rains fall soft upon your feet. And until we meet again. Until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. And until we meet again, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Tschüss.